Hi Leute, heute ist Montag. Willkommen bei Movie Makers 911. Ja, P-Wrestling News ist ja im Moment bei seinem Dad und ja, uploaden kann er scheinbar nicht. Von daher bin ich heute als Fill-In da. Da Marius auch nicht kann, weil er mit seiner Clint Eastwood-Woche beschäftigt ist. Ja, heute gibt es einen Film, der ist letzte Woche Freitag erst rausgekommen, also ganz frisch auf dem Markt. Diejenigen, die mein DVD Collection Video gesehen haben, wissen, worum es geht. Death Note. Ja, ist ein Film von 2006, ist jetzt erstmal bei uns in Deutschland mit deutscher Sprache und allem erschienen. Ganz hat ein Wendecover. Hier die Disc. Auf jeden Fall ein sehr geiles Cover, nicht so überladen. Ja, Sprachen sind Deutsch und Japanisch. Deutsch in Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 und Japanisch in Dolby Digital 5.1. Bildformat ist 16:9, Ländercode PAL 2. Der ganze Film geht 127 Minuten. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Plot. Das Ganze geht um ihn hier, um Light Yagami. Er findet das sogenannte Death Note. Das ist ein, ja, ein Heft, wenn man einen Namen einträgt. Und dann stirbt diese Person innerhalb von 40 Sekunden. Ja. Dieses Death Note gehört ihm hier. Das ist der Todesgott Ryuk. Im Japanischen heißt der ganze Shinigami, ein Todesgott. Ja, er begleitet ihn halt die ganze Zeit. Ja. Light fängt dann an, Verbrecher, die irgendwie ja, nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, fängt halt an, mit dem Death Note umzubringen. Und ja, die Polizei will ihn dann aufhalten, weil er ja Mörder ist. Ja. Da die Polizei sich das Ganze aber nicht erklären kann, weil nahezu parallel auf mehreren Kontinenten gleichzeitig mordet, holen sie sich den Superdetektiv, den Superermittler L hinzu. Ja, L ist dann auch gleichzeitig der stärkste Kontrahent von Light. Und ja, versucht ihm halt auf die Schliche zu kommen. Er weiß natürlich nicht, wer Light ist. Er ist immer nur als Kira bekannt. Das Volk, viele Leute freuen sich halt darüber, dass endlich die ganzen Verbrecher von der Straße kommen und sterben. Aber es gibt auch welche, die sagen, er ist auch einfach nur ein Mörder. Ja, dann noch ja, Nebenpersonen hätten wir einmal Soichiro Yagami, das ist Lights Vater und außerdem der Leiter der ist Polizist und leitet die Fahndung nach Kira, was natürlich das Ganze recht interessant macht, weil Kira eigentlich bei ihm im Haus wohnt. Ja, und dann gibt's noch Shiori, das ist Lights Freundin, ist zwar eigentlich nur eine Nebenrolle, hat aber trotzdem eine wichtige Rolle. Welche das ist, werde ich euch nicht verraten. Und dann gibt's noch eine Figur, die in diesem Teil ja, relativ kurz nur auftaucht,
Aber in den Folgeteilen taucht sie vermehrt auf, taucht sie stärker auf, ist sie mieser. Wobei, da haben sie wohl sind sie wohl ziemlich stark vom Anime abgewichen, da sie im Anime blond war und im Film schwarze Haare hat. Wird aber wohl daran liegen, dass sie in Japan nicht so viele blonde Schauspielerinnen haben. Denke ich mir jetzt einfach mal, weil ja, sonst ist es eigentlich nicht großartig zu erklären. Ja, im Film geht es halt ums Duell zwischen den beiden Supergenies Light und Ki Light und L. Und ja, ob Light L, ne, ob L Light auf die Schliche kommt oder ob Light L besiegt, das werde ich euch natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall gibt's davon auch noch einen zweiten und einen dritten Teil. Zweiter Teil ist auch Freitag rausgekommen, der dritte kommt meines Wissens nach im September raus. Und ja. Ach ja, das Ganze basiert übrigens auf einer Anime-Serie. Nicht, dass ich's nicht schon zwischendurch erwähnt hätte, aber basiert halt auf der Anime-Serie Death Note. Wurde auch bei Review Entertainment schon mal eine Review zugehalten zur Anime-Serie. Ja. Das ist halt der Film dazu. Wie gesagt, von 2006. Und dann würde ich mal sagen, Film wirklich super. Also die Fans der Serie, habe ich schon gehört, sind mit den Filmen nicht ganz so zufrieden. Aber da ich die Serie nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen. Aber ich finde den Film an sich super. Vor allem, Elle ist einfach nur, er wirkt seltsam. Außerdem ist er die ganze Zeit. Und dann natürlich noch hier der Todesgott Ryu. Auch ein klasse Charakter. Wirklich einfallsreiche Charaktere haben sie. Ist auch sehr spannend gehalten, das Ganze. Und ja. Gut, gibt jetzt Leute, die beschweren sich über die Effekte. Also, der Effekt von Ryu. Also, ich finde, es gehört einfach bei Anime-Realverfilmungen dazu, solche Effekte. Es wird einfach meiner Meinung nach nicht passen, wenn da irgendwelche hoch überteuerten Hollywood-Effekte zum Einsatz kommen würden. Ne, das würde irgendwie nicht passen. Ja, von daher Film von mir volle Punktzahl, 10 von 10. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Doch, als Soundtrack ist auch noch Danny California von den Red Hot Chili Peppers dabei. Wen es interessiert. Allerdings nur im Abspann. Na, dann würde ich mal sagen, man sieht sich, man hört sich, wie auch immer, euer Herzog auch.